Hallo und guten Abend zu unserem dritten DMS-Talk, heute zum Thema Digitalisierung von Pop-Up-Stores. Mein Name ist Oliver Nitz, ich bin CMO der digitalen Mediensysteme mit Sitz hier in Wien und werde Sie durch den Abend führen. Bevor ich zu unseren beiden Gästen komme, ein paar Hinweise für Sie als Teilnehmer. Sie können Fragen stellen, die werden wir bis zum Ende, zum Schluss des DMS-Talks einsammeln und die nachher dann auch gerne gemeinsam beantworten. Dafür bitte bei Ihnen am Screen rechts oben auf die Sprechblasen klicken und darunter Ihren Namen eingeben, nicht die Frage, sondern bitte zuerst den Namen und darunter die Frage und diese dann abschicken. Wie gesagt, zum Schluss werden wir die dann entsprechend beantworten. Begrüßen Sie nun mit mir kurz Andreas Martin und den Bernhard Loos. Zu den beiden Persönlichkeiten kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Worum geht es heute? Das Thema Pop-Up-Stores ist ja nicht erst seit den ausstellenden Innenstadtlagen ein Thema geworden, sondern im Wesentlichen sind Pop-Up-Stores eine extrem gute Gelegenheit für Marken, in kurzfristig auch in Top-Lagen in Innenstädte zu kommen. Leerstände bei Geschäftslokalen sehr smart zu nutzen. Das gilt natürlich nicht nur für die Marken selber, sondern eben auch natürlich für die Immobilienbetreiber, die ihre Leerstände auch dafür nutzen, auch gute Marken, zum Beispiel hier im Goldenen Quartier in Wien, entsprechend zu positionieren. Das heißt, es gab kurzfristig Leerstände. Man hat eine berühmte internationale Marke hergeholt, die für 3 Monate dort sich einmieten konnte als Pop-Up-Store und um eben hochqualitativ keinen Leerstand zu haben und besser und langfristiger vermieten zu können. Rein digitale Marken nutzen Pop-Up-Stores heute für sich, um einen Markteintritt auszuprobieren als Branding-Opportunity. Namentlich sind da einige, zum Beispiel Optik-Brillenhersteller aus Deutschland, die das extrem erfolgreich machen, mit einem Pop-Up-Konzept hineinzugehen in die Städte. Und für Shopping-Center bedeutet das heute im Wesentlichen auch die Chance auf eine Wiederbelebung verschiedener Bereiche in Shopping-Centern. Jeder kennt das so ein bisschen. Es gibt so manchmal das ein oder andere tote Eck. Und dort werden Pop-Up-Stores dann auch gerne eingesetzt. Kommen wir nun zu meinem ersten Gast heute, dem lieben Andreas Martin von der Porsche Media & Creative. Servus Andi und bitte sag mal ein paar Sachen zu dir und was ihr euch hier bei der Moon City eigentlich so gedacht habt. Ja, hallo, lieber Olli. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Kürzlich auch in der Konstellation, so quasi als Betreiber der sogenannten Moon City hier in Wien. Mhm. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Porsche Media & Creative ist die ursprüngliche Inhouse-Agentur der Porsche Holding in Salzburg. Und wir sind in diesem Zusammenhang für unsere Konzernmarken im Haus unter anderem für das Thema Events zuständig. Mhm. Und die Moon City ist durchaus als Marketing- und Vertriebsaktion zu sehen. Mhm. Und daher wurden wir so quasi von unseren Auftraggebern, der Porsche Austria bzw. den einzelnen Marken, ermächtigt, so quasi dieses Konzept ins Leben zu rufen. Mhm. Und ja, einiges hast du schon im Intro erwähnt, also Stichwort Leerstand und Opportunities, die man nutzen sollte. So war das unter anderem auch hier am Standort in der Maria-Hilfe-Straße voriges Jahr im Sommer, dass wir über einen Geschäftspartner auf dieses leerstehende Geschäftslokal aufmerksam gemacht worden sind. Und ja, wir haben uns natürlich auch intensiv mit innovativen und neuen Marketingansätzen auseinandergesetzt. Und durchaus auch Covid-bedingt war dann die Idee, als Autobauer einmal wirklich ins Innerstädtische zu gehen und eine Moon City auch hier in der Bundeshauptstadt in Wien im Zuge eines Pop-Up-Konzepts auszuprobieren. Mit dem Hintergrund, dass wir in Salzburg eine fixe Installation einer Moon City haben, die vom Konzept ein bisschen anders ist, aber der Grundgedanke ist natürlich der gleiche, nämlich eine Marketing- und Vertriebsaktivität für unsere Konzernmarken. Okay, und das in einer guten, hochfrequenten Innenstadtlage. Verstehe, ja. Okay.
Kann man was zu Besucherzahlen oder Ähnlichem sagen? Vielleicht ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, vielleicht gerne auch Bandbreiten, wenn du nicht so viel sagen darfst, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, ob das irgendwie gut läuft oder nicht gut läuft. Also abgesehen jetzt mal von den Lockdowns natürlich, genau, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist alles ein bisschen immer der individuellen Situation geschuldet. Ja, und Covid hat uns hier natürlich vielfach einerseits einen Strich durch die Rechnung gemacht, andererseits waren wir selbst überrascht, so quasi von der hohen Nachfrage oder dem hohen Bedarf, einfach dieses Infobedürfnis nach Elektromobilität und dem Ganzen rundherum. Und wir sind voriges Jahr am 17. September, exakt gesagt 2020, hier mit diesem Konzept gestartet. Es war ursprünglich angedacht für 3,5 Monate. Und trotz der bis Ende des Jahres 2 Lockdowns konnten wir schon sehr, sehr viele Besucher begrüßen. Mit Status heute waren es rund 50.000 Besucher von der Grundfrequenz, die wir ja dank der DMS auch täglich messen, waren 50.000 Besucher hier in unserem Verkaufsraum. Okay, aber das ist schon eine ganze Menge. Das also ist ein ziemlicher Erfolg. Wie gesagt, Erfolg. An 144 tatsächlichen Verkaufstagen. Ja. Ist das durchaus eine schöne Menge, zumal man eben auch sagen muss, dass die Personen, das ist auch so ein bisschen eine Erfahrung, die hierher kommen, waren alle oder zum Großteil sehr gut vorinformiert. Also die Leute kommen jetzt nicht irgendwie vom Shopping gegenüber so mal auf die Schnelle hier rein, sondern die haben wirklich ein konkretes Informationsbedürfnis und stellen auch sehr, sehr präzise Fragen. Und könnte man sagen, dass dadurch mehr Personen sich mit der Marke auseinandersetzen oder mehr Personen eigentlich auch Anfragen am Ende des Tages stellen, als sie tatsächlich stellen würden, weil der Weg vielleicht in, sag ich mal, einen Randbezirk von Wien in ein Autohaus ihnen zu weit wäre oder weil das gerade praktisch ist? Könnte man das sagen? Ja, also ich glaube schon, dass sich die Customer Journey, wie es so schön heißt, auch in diesem Bereich ein bisschen ändert. Ja. Stichwort auch Digitalisierung. Also die Leute informieren sich natürlich sehr stark über unsere digitalen Kanäle. Da ist vieles dabei. Da kann man sich ja, was die Fahrzeuge betrifft, schon wirklich sehr, sehr exakt so quasi die relevanten Informationen holen. Elektromobilität ist allerdings jetzt nicht nur das Fahrzeug als solches, sondern das hat ja auch sehr viel mit der Ladeinfrastruktur zu tun. Das ist ja auch die Marke Moon, die wir ins Leben gerufen haben, die eben genau diese Lösungen zur Verfügung stellen, also Stichwort Wallboxen, intelligente Ladekabel bis hin zu Komplettsystemen mit Photovoltaik. Und da gibt es dann schon noch viele offene Fragen für einen potenziellen Prospect-Kunden, wie man das so schön bezeichnet in unserer Marketingsprache. Und um dieses letzte Quäntchen an Informationen, glaube ich, noch auf den Weg mitzugeben, ist das hier ein Top-Standort. Und man muss jetzt eben nicht, wie du sagst, vielleicht extra in die Peripherie fahren, um sich da jetzt zu einem kurzen Beratungsgespräch niederzulassen, sondern das innerstädtisch. Und wir haben einfach den Eindruck, dass dieses Konzept bei den Konsumentinnen und Konsumenten hervorragend ankommt. Ja, mir war vorher die Marke eigentlich gar nicht bekannt, muss man auch dazu sagen. Und für mich war es dann also persönlich sogar interessant, irgendwie das Thema mit dem Laden kennenzulernen überhaupt und Elektromobilität an sich nicht zwingend von einem speziellen Anspruch an ein Auto kommen, sondern eher, wie funktioniert das Ganze? Und das ist eigentlich cool gelöst, muss ich sagen. Respekt. Das heißt also, man kann schon von einem Erfolg sprechen. Jede Menge Besucher, trotz Lockdowns, beziehungsweise drumherum. Okay, wir haben, Andreas war so lieb und hatte das Thema Frequenzmessung gerade auch angesprochen, dass ihr einsetzt, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir haben im Interview einen der beiden Store-Manager, den Christian Plamenik, zum Thema Frequenzmessung hier im Haus, also als Teil der Digitalisierung von Pop-Up-Stores. Und ich habe ihm zwei, drei Fragen gestellt und er hat mir mal erklärt, was er so damit macht, operativ im Betrieb der Moon City und wie er das Ganze einsetzt. Und hier ein kurzer Clip. Mit mir hier Christian Plamenik, Store Manager von der Moon City Vienna. Und wir sprechen kurz über das Thema Frequenzmessung, die hier in der Moon City Vienna im Einsatz ist. Christian, grüß dich. Olli, servus. Hallo. Wofür setzt ihr die Frequenzmessung ein? Wir setzen die Frequenzmessung hier im Store mal klassisch ein, um Besucherströme zu erfassen. Das heißt einmal, wir wollen natürlich wissen, wie viele Besucher jeden Tag
bei uns sind. Wir messen auch, wie lange, die Verweildauer auch noch ganz wichtig, wie lange sind Besucher bei uns. Die Länge hat auch etwas mit der Beratungsleistung zu tun. Wir haben ja sehr beratungsintensive Aufgabe hier. Das heißt, wir messen dann auch Beratung pro Besucher. Natürlich messen wir auch Umsatz pro Besucher. Naja, und seit Corona müssen wir dann auch noch messen. Wir haben ein gewisses Limit hier im Store, dass das Limit nicht überschritten wird. Und da hilft uns die App ganz, ganz wunderbar. Messt ihr auch Promotions ab? Ja, indirekt natürlich. Also über die Monate, die wir jetzt das Tool im Einsatz haben, wissen wir natürlich ganz genau, wie viele Leute an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit bei uns im Schnitt da sind. Ein bisschen wetterabhängig ist es natürlich. Aber ja, wir sehen dann schon, wenn eine Promotion draußen ist, gibt es natürlich im Idealfall ein bisschen Steigerung auf diesem Tag. So kann man dann retrograd zurückrechnen den Erfolg der Promotion. Und wo siehst du die Zahlen, die Frequenzmessung? Die Zahlen, wir haben eine ganz wunderbare App, also ich kann es gerne herzeigen. Ich sehe genau, wie viele Besucher aktuellerinnen sind, ich sehe auch die Summe des Tages. Das ist dann wirklich ganz, ganz easy abzulesen. Okay, super. Das heißt, du hast das immer in der Hosentasche immer in der Hose, und weißt den ganzen Tag, was los ist. Genau, richtig. Okay, ja. Super. Gut. Ja, danke dir. Ja, zurück ins Studio, wenn man so will. Der Christian war so lieb, deinem Interview mir einige Fragen zu beantworten. Das Interessante ist, auch aus der Zusammenarbeit mit ihm war für mich dann immer, ihr habt es eingeführt und es war dann immer spannend eigentlich zu beobachten, wie intensiv er das genutzt hat für sich. Also bei ihm war es immer die Beobachtung in Richtung Corona-Auflagen, vor allen Dingen, dass ihr das hier auch die Quadratmeterzahlen entsprechend einhaltet, was natürlich eine super Sache ist per se. Und Frage an den Marketer, was macht ihr mit der Frequenzmessung und wo ist das für dich ein echter Mehrwert? Warum hast du dich dafür entschieden, das zu tun? Also aus Agentursicht, also als Auftragnehmer ist man natürlich seinen Auftraggebern auch durchaus Rechenschaft schuldig, was das nicht unerhebliche Marketinginvestment jetzt in diesem Fall bedeutet. Und da sind natürlich unterschiedlichste Kennzahlen so quasi ein guter Messindex. Und es war daher von Anbeginn klar, dass wir so quasi da unseren Kunden die vollste Transparenz geben müssen und dass wir im Prinzip etwas brauchen, sodass die Kollegen in Salzburg täglich über den Stand der Dinge informiert sind. Und allen voran war das eben die dargestellte Frequenzmessung, einfach was die Basisfrequenz hier in der Location betrifft. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch eine Vielzahl an anderen KPIs, die wir so quasi mitdokumentieren und mitmessen, weil letztlich geht es natürlich um den Verkauf, um den echten Lead, den wir dann am Ende des Tages hier, weil es ja wie gesagt eine Marketingaktion ist, entsprechend an unser Händlernetzwerk zurückweisen. Kann man eine Messung herstellen oder ein Verhältnis zu Marketingmaßnahmen, die draußen stattfinden? Also ich sage jetzt mal, wenn eine Berichterstattung entsprechend im Fernsehen zum Beispiel läuft oder in einer Zeitschrift oder ihr macht Promotion-Aktivitäten hier auf der Straße, ist das dann für euch dann auch, ist da ein Konnex herzustellen? Sieht man das dann an den Zahlen? Also grundsätzlich ist Automotive natürlich sehr schwierig, weil ja die Customer Journey eine sehr lange ist. Klar. Und wir halt sehr stark auch auf Image-Werbung gehen. So gesehen ist natürlich jetzt eine Einzelaktion oft schwer zu bewerten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in allen Belangen, also insbesondere was den Marketing-Spend betrifft, unsere Tools und Systeme im Hintergrund. Und ja, in Summe geht es so quasi um das Zusammenspiel aller Kanäle. Und das hier ist so quasi ein neuer, ein etwas anderer, ein innovativer Kanal, der hier sicherlich keinen unerheblichen Beitrag leistet. Für mich ist dabei immer mit der Frequenzmessung sehr spannend, dass ich es A messen kann, B, ich könnte natürlich noch viel mehr Dinge messen, wie ich gelernt habe auf dem Weg auch im Store, aber dass man beginnt, das auch, also abgesehen von der Erfahrung, die man schaffen möchte, also in einer räumlichen Umgebung, etwas so abzumessen, ja, am Ende wie eine Webseite, so ein bisschen. Na, das ist ja schon fast vergleichbar. Ich kann ja messen, wie viele Leute reinkommen, wie viele auf der Straße unterwegs sind, wie viele auch in den ersten Stock hinaufgehen, zum Beispiel, und in den Merchandising-Bereich. Also finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Wer das nicht kennt, wie es funktioniert, gerne mal vorbeikommen, wer sich den Weg machen möchte.
Aber gibt es natürlich in anderen Ladenlokalen auch. Gerne mal im Eingangsbereich an die Decke schauen, über der Tür. Da sind normalerweise ganz gerne Sensoren. Da werden, nein, keine Videos aufgezeichnet, aber es ist vielleicht dann mal spannend zu sehen, wie klein sowas eigentlich auch ist heutzutage. Und ja, wer interessiert ist, wie weitreichend man dann Dinge damit auch abmessen kann. Ja, danke erst einmal an dieser Stelle. Weiter im Thema der Digitalisierung im Store, kommen gleich zum lieben Bernhard Loos. Audi hat hier im Haus Screens am POS eingesetzt, um mittels eines Spiels für die Konsumenten hier Gaming Engagement, wenn man so will, also eine Auseinandersetzung mit der Marke vor Ort, entsprechend zu verbessern und zu schaffen. Wie gesagt, über ein Spiel, das über das Smartphone, in dem Fall werden Sie gleich sehen, meines, entsprechend bedient werden kann. Das heißt, das Smartphone wird zu einem Controller und ich zeige Ihnen gerne mal kurz her, wie das funktioniert. Also ich habe mein Handy hier hergenommen, im Wesentlichen einen QR-Code eingescannt und kann mich über diesen dann entsprechend verbinden. Man nennt das Audi Enteisen. Das heißt, ich kann über mein Smartphone dann entsprechend den Audi am Screen enteisen. Und wenn ich das richtig gemacht habe, bekomme ich am Schluss auch eine Kappe. In dem Fall zum Sonnenschutz, wie man sieht. Und hat super funktioniert. Ich finde das eigentlich sehr gut, vor allen Dingen, weil es auch so einfach ist. Und für mich ist immer so das Thema dabei, jetzt im Zuge natürlich der Impfungen und Testungen und so weiter, glaube ich, ist das Thema mit den QR-Codes auch durch. Das heißt, die Konsumenten haben irgendwie verstanden, dass man so ein Ding, wofür man das benutzen könnte, zur Registrierung für alles Mögliche und auch eben, um eine Verbindung herzustellen, zu einem Spieler am Screen, am POS. Und daher, lieber Bernhard, sag gerne ein paar Sachen zu dir. Freue mich, dass du da bist und würde gerne verstehen, warum ihr das natürlich macht. Aber ich bin zuerst einmal neugierig, was du so tust. Also danke, Oliver, für die Einladung. Gerne. Bernhard Loos, wie gesagt, Marketing- und Vertriebsleiter für Audi in Österreich. Also ich bin beim Importeur der Marke Audi in Österreich in dieser Funktion tätig. Auch schon wieder eine gewisse Zeit, also 2017 habe ich die Marketingleiterfunktion übernommen, letztes Jahr auch noch die Agenten des Vertriebs dazu bekommen. Und entsprechend, so wie der Andreas Martin auch schon gesagt hat, ist natürlich das für uns eine Marketingmaßnahme, die wir hier umsetzen, aber auch eben eine Vertriebsmaßnahme. In dieser, wie schon genannt, langen Customer Journey wollen wir natürlich irgendwo dann auch Prospects generieren, wirklich dann auch die Leads umwandeln. Und die Moon City, und bevor ich zum Digitalisierungsthema komme, das wollte ich vorhin nur ergänzen zu dem, was du gesagt hast, ist für mich schon auch gewissermaßen ein neutraler Boden und darum braucht es das auch, wo der Kunde sich allumfassend beraten kann oder beraten lassen kann, ohne dass er jetzt diesen Druck hat, okay, ich gehe jetzt in den Schauraum rein und bin jetzt schon in dem Markenschauraum der Marke X und muss mir jetzt da fast schon notgedrungen entscheiden. Das habe ich bei der Moon City nicht. Ich habe da wirklich die Möglichkeit, dass ich mal mit dem Thema beschäftigt. Und ein guter Einstieg dafür, und da komme ich wieder zurück, ist definitiv das Thema Gamification. Das nimmt schon mal die Hemmschwelle. Generell Games oder Gamification ist für Audi jetzt nichts ganz Neues. 2017 auch haben wir die Unraceable-Kampagne, eine nationale Kampagne gestartet, wo wir einerseits ein Game hatten für alle Handys, aber auch an einzelnen Points of Interest konnte man zum Beispiel in so einen Motion Seat sich reinsetzen und da die Marke, das Auto vorne erleben mit bis zu 2G, also wirklich auch beeindruckend. Okay, und das Game gab es, wie gesagt, für jeden am Handy und auch da war es so, dass wir geschaut haben, dass es Incentives gibt, dass das Ganze natürlich auf die Marke einzahlt, auf die Brand funktioniert und eben ein guter Einstieg für das ganze Thema ist. Darum hängt der Screen auch nicht im ersten Stock da herum, sondern der hängt unten beim Eingang, wie du ausprobiert hast, dass er die Leute schon da abholt, wo sie den Raum betreten. Ja. Also ich finde das echt cool, aber noch eine kurze einen Schritt zurück zu dem, was du gesagt hast. Also eure Audi-Händler, nutzen die den Ort hier auch? Das wird quasi als Fläche dann im Grunde genommen auch genutzt oder wird das eher als Konkurrenz verstanden? Also
es ist eine Ergänzung, keine Weil Konkurrenz. Sind ja die anderen Marken auch alle da? Genau, es ist eine Ergänzung und in dem Sinn keine Konkurrenz. Es ist eine gute Plattform, wie ich schon gesagt habe, neutral. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir Autos auch zeigen, von denen es vielleicht noch nicht so viele gibt, auf einem neutralen Boden. Mhm. Weil hätten wir jetzt, wie der Q4 neu gekommen ist, wenn man da eine Handvoll Fahrzeuge hat, dann wäre es blöd bei gut 70 Händlern, wenn halt dann eben die Handvoll Fahrzeuge irgendwo stehen. Da wollen wir natürlich einen gezielten Punkt und da ist die Moon City natürlich dann ideal, eben neutral. Und da kann man Kunden herschicken und braucht nicht Angst haben, dass er beim Nachbarbetrieb dann vielleicht den Q4 anschaut und nicht im eigenen und so weiter. Okay. Also ist eine gute Ergänzung und wir brauchen ja den stationären Handel dennoch. Hier ist definitiv die Fachkompetenz zum Thema Elektromobilität. Moon als Marke ist da vertreten, deren Claim ist ja Join the Movement. Und Elektromobilität ist ja in gewisser Form ein Movement, das da gerade passiert oder schon eine gewisse Zeit sogar passiert. Und das macht alles die Moon City. Aber wenn es darum geht, mein Auto eintauschen, wie ist das eigentlich mit der Wartung, was für Angebot bekomme ich vom Händler, weil natürlich Automobil schafft man sich ja nicht in einer Regelmäßigkeit an wie vielleicht ein paar Schuhe. Und entsprechend braucht es einfach ein bisschen intensivere Beratung. Ist ja noch im Haus doch eins der Luxusgüter, gerade wenn wir jetzt eben von unserer Marke sprechen, die auch im Premium-Segment natürlich eine gewisse Preispositionierung hat. Ja, okay, verstehe. Und jetzt quasi während der Lockdowns, ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es auch das Thema Live-Beratung, also jetzt quasi digital. Könntest du da zwei, drei Sachen dazu sagen? Wie funktioniert es? Wie wird es angenommen tatsächlich? Also am Ende des Tages zahlt sich das aus für euch, das zu tun entsprechend? Also ich habe natürlich, wir müssen das ja auch sagen. Nein, das Schöne ist, wir können den Stecker ziehen, wenn es wirklich sich nicht rentieren würde. Aber zurück, wo kommt das eigentlich her? Wir haben die Online-Beratung schon gestartet, schon vor ein paar Jahren, wo es darum ging, dann, wenn der Handel geschlossen hat, dann ist oft mal das Kundeninteraktion, das sieht man ja, kann ja super gut messen auf den Webseiten, wo passiert denn der Traffic? Und der passiert halt nicht nur während der klassischen Arbeitszeiten, sondern eben heute halt einmal am Abend. Und die Online-Beratung war der erste Schritt von uns, wo wir gesagt haben, da wollen wir dem Kunden einen Touchpoint liefern, wo er interagieren kann mit einem Kundencenter, das wirklich Fragen beantworten kann, dann auch Leads natürlich weiter routet, sonst wäre das Ganze vom Effekt her natürlich ein bisschen überschaubarer. Und der logische Schritt in der Corona-Zeit war, oder in der Lockdown-Zeit war, na, wenn der Kunde schon nicht zum Handel kommen kann, liefern wir einen Touchpoint mit der Live-Beratung. Das haben wir gemeinsam mit den Kollegen in Deutschland umgesetzt, wo an einem Audi-Standort mehrere Fahrzeuge ausgestellt sind, wo man sich einen Terminslot buchen konnte mit einem Produktspezialisten und wo ich auch, so wie es die Moon City wieder hat, einen neutralen Ansprechpartner habe, der mir mal grundsätzlich etwas zu meinem Interesse erklärt und weniger jetzt den Verkaufshebel drückt. Ja. Und daraus passiert ein Lead und der ist dafür dann um einiges heißer, als es jetzt der Fall wäre, wenn jetzt wenn er schon merkt, der Kunde, da kommt jetzt gleich Angebot. Okay, ja, super. Also finde ich wirklich interessant. Ich finde den Zugang auch gut und auch insofern spannend, dass man extra einen Raum dafür einrichtet, quasi, wo man die Fahrzeuge entsprechend hinstellt. Man kennt das ja sag ich mal, aus dem Restaurantbereich, die Dark Kitchen, die gar kein richtiges Restaurant ist. Das ist bei euch kein richtiger Schauraum, sondern ein quasi virtueller. Finde ich super. Was stellt ihr euch für die Zukunft vor in Richtung Digitalisierung im Store-Umfeld? Also es sind viele Punkte heute schon gefallen. Innenstadtlagen, Leerstände, Pop-up-Schauraum. Da ist schon mal sehr, sehr viel Grundlagen drinnen, wo man ja sagt, wir haben ein sehr breites Produktportfolio von einem Q2 bis einem Q8, von einem A1 bis einem A8, e-tron GT und wie sie alle heißen. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr breites Produktportfolio und es braucht auch Platz zum Ausstellen. Und da ist die große, große Chance der Digitalisierung, dass ich möglicherweise diese ganzen Derivate auf einzelne zusammenfasse und mit Hilfe von VR, von welchen Tools auch immer, einfach schaffe, dass ich auf wenig Platz trotzdem ein komplett vollumfängliches Markenerlebnis biete. Und das ist die große Chance der Digitalisierung, die man da hat. Macht Sinn, ja. Und also jetzt, sage ich mal, in einer klassischen Store-Umgebung, wann ist das für euch ein Erfolg? Jetzt außerhalb des Schauraums, sondern hier zum Beispiel, wenn ihr die Fläche bespielt, wie ich verstanden habe, machen das ja auch die anderen Marken, nutzen das für sich. Teilweise nehmen ja die Händler auch quasi Kunden und Partner mit entsprechend daher, habe ich gehört. Wann ist das für Audi ein Erfolg?
In meiner Funktion als Marketingleiter ist es, wenn ich mir die Brand Studies anschaue und da die KPIs nach oben gehen, ganz klar. Und? Gehen sie rauf? Ja. Definitiv. Ja. Haben wir auch also eine solide Steigerung hingelegt. Und als Vertriebler, ganz klar, will ich natürlich die Leads nicht nur schön in der Wolke irgendwo herumschweben haben, sondern die will ich gerne dann auch am Papier, das mittlerweile auch schon digital ist natürlich, aber möchte ich gerne in Form von einem Kaufvertrag, von einer Bestellung dann gerne bei mir im System drinnen haben. Okay. Und auch dort zeigt sie, die Chancen, die wir dadurch haben, dass wir dem Kunden Dinge eingehender zeigen, erklären. Ich kann ein Assistenzsystem im Schauraum statisch schwer herzeigen, außerdem macht die Fensterscheibe kaputt dabei. Mhm. Ich kann aber mit Hilfe von digitalen Tools kann ich Assistenzsysteme sehr gut erklären. Mhm. Besser vielleicht sogar als der Verkäufer könnte und vor allem auch noch standardisiert. Mhm. Weil es wirklich einfach einen Prozess gibt, wie dieses in der Journey eingebunden wird. Und durch das habe ich einfach auch die Möglichkeit, Upselling zu betreiben, das möglicherweise sonst nicht stattfindet. Mhm. Weil vielleicht der Verkäufer das System noch nicht so genau kennt, sich noch nicht so befasst hat damit oder ja, was auch immer der Auslöser ist. Und so habe ich wirklich eine Möglichkeit, Upselling zu betreiben, Umsatz zu steigern, aber eben natürlich auch den Kunden generell mal vom Fahrzeug zu überzeugen, um mal bei den Basics zu bleiben. Okay, und kann man sagen, irgendwie im Verhältnis oder gibt es eine Entwicklungstendenz? Also natürlich, digitale Kanäle werden zwangsläufig mehr genutzt. Jetzt waren wir alle sehr lange reichlich zu Hause. Das ist dann natürlich logisch, E-Commerce geht auch rauf, das hat vielleicht nicht zwingend was mit Autos zu tun, weiß ich nicht, aber sieht man da eine ganz starke Tendenz dazu, dass dann also jetzt auch vielleicht schon vor Pandemiezeiten, dass dann die Schauräume weniger genutzt werden oder wie ist da euer Verhältnis dazu? Ich meine, das Händlernetzwerk ist natürlich total wichtig, aber wie sieht der Konsument das denn? Also, weil Andreas sagte ja gerade, die Leute kommen wahnsinnig stark vorinformiert hier schon her, die wissen eigentlich schon alles, aber wollen sich das einmal anschauen. Und es ist bedeutsam, denke ich, und gibt es da irgendwie eine Verschiebung? Also die Besuche, die der Kunde physisch beim Händler vor Ort macht, die werden wertvoller. Weil natürlich, wie du sagst, der Kunde ist vorinformiert. Früher kam der 2-3 Mal im Schauraum, vielleicht hat er nur verschiedene Angebote verglichen. Mhm. All das passiert heute schon sehr, sehr viel online, digital. Da muss ich dem Kunden auch die Touchpoints liefern. Wenn ich da schon nicht vorher die Möglichkeit biete, verlieren möglicherweise. Mhm. Und er will das aber auch fortgesetzt wissen im Schauraum. Also wenn ich mir ein Auto konfiguriert habe, möchte ich nicht zum Händler gehen und dann nochmal von vorne anfangen, sondern möchte ich meine Konfiguration am besten gleich dort fortsetzen, wo ich es aufgehört habe. Ja, verstehe. Okay. Super. Ja. Danke einmal für deine Ausführungen zum Thema der Digitalisierung am POS. Finde ich klasse. Wir haben einige, hat man auch am Eingangsclip gesehen, also nebst den Screens für die Spiele. Das ist ein ganzes System. Und ich habe einmal den Michael Buchacher, den CEO der digitalen Mediensysteme, interviewt dazu, der uns dieses Screensystem und die Lösung dahinter einmal näher bringt. Und freue mich, dass wir Ihnen das jetzt einmal kurz zeigen dürfen. Mit mir hier Michael Buchacher, ist der CEO der digitalen Mediensysteme. Die stattet die Moon City Vienna mit digitalen Medien aus, unter anderem einem super Screensystem. Und ich habe den Michi mal gebeten, uns 2-3 Sachen dazu zu sagen, damit man ein Gefühl kriegt, was so ein System eigentlich kann, was es ist. Servus Michi. Hi Olli, grüß dich. Grüß dich. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn das eigentlich? Also außer, dass man jetzt schöne Screen sieht. Ja, das ist es mal in erster Linie. Aber uns ist ja wichtig, Lösungen zu finden, die jetzt, abgesehen von Screens, die man kennt und überall sieht, outstanding sind, optisch, funktional, auf welcher Ebene auch immer. Und in dem Fall, denke ich, haut das auf vielen Ebenen hin. Erstens mal sind die Dinger tatsächlich optisch outstanding, sind eigentlich Bilderrahmen, digitale Bilderrahmen, die aus der Kunstecke kommen ursprünglich. Warum sind die so besonders? Weil sie einerseits sehr, sehr flach, schlank sind, weil sie auch über die unterschiedlichen Größen, und hier sehen wir einige, die es gibt, aber es gibt noch weitere Sonderformate, alle sehen gleich aus, alle haben den gleichen Rahmen, die gleiche Rahmenstärke, und das ist eine der spezifischen Themen zu dem Screen. Zweitens ist alles in so einem Gerät drin, das man benötigt, um einen oder mehrere Screens zu betreiben, ob jetzt konzertiert wie hier oder einzeln für sich alleine stehend, aber alles ist da drin in einem Gerät, das so dünn ist, sehr leicht ist und zudem, und das ist vor allem der Aspekt, formschön ist. Und
das stellt mal die Lösung inhaltlich alleine. Zudem ist es eine Lösung, die, weil es ja keine Standardlösung für jede beliebige Video-Wall oder Installationsart ist. Ja, das kennt man ja, diese großen LED-Dinger, genau. Oder zusammengebaut aus Fernsehern, wenn man so will. Genau. Also da gibt es ja viele andere Lösungen und dafür sind die auch gut geeignet. Die ist nicht nur aufgrund der Optik und der Technik outstanding, auch aufgrund des Gewichts, wie schon gesagt, und der Gesamtlösung an sich. Und deswegen gibt es auch nur weltweit sehr wenige Bezugsquellen. Mhm. Freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, eine dieser zu sein oder sein zu können, auch gemeinsam mit unseren Partnern. Und damit eben Lösungen bauen können für Umfälle, die einen spezielles Design, einen speziellen Designanspruch haben, zum Beispiel, wie hier in der Moon City, mit der es möglich ist, Video Walls oder Screenwände oder einfach optische Gesamtkunstwerke und Lösungen zu bauen, die man so einfach nicht überall sehen kann. Du hast gesagt, die sind sehr leicht. Ja. Heißt das denn, die kann ich eigentlich fast überall drauf montieren? Oder ist das irgendwie, sage ich jetzt mal im Ladenbau, ist das ein größeres Thema, so ein Ding aufzuhängen und einzubauen? Weil also ich habe, wir haben ja hier gesehen, in der Moon City ist es relativ aufwendig. Mhm. Es wird viel mit Messe- und Event-Technologie gearbeitet, die relativ flexibel ist. Das heißt, ich könnte eigentlich so ein Screen auch irgendwo dazu hängen, wenn man so will. Ja, mit zwei Schrauben an die Wand. Also das ist tatsächlich etwas, das viele, viele andere Standard-Screens, die man kennt, nicht leisten können. Weil da eben alles drinnen ist und das Ding ist so, also der schwerste Screen in der Größe hier wiegt 11 Kilo. Okay, also wie ein Kübelwasser. Entsprechend nur ein paar Kilo wiegen die kleineren. Genau. Mhm. Also tatsächlich ist es sehr, sehr leicht und es ist möglich, die in bestehende Ladenbausituationen zu integrieren, ohne jetzt den Ladenbau groß zu verändern oder ohne teure, aufwendige Unterkonstruktionen zu bauen, sondern man hängt das Ding wirklich mehr oder weniger an die Wand oder an ein Möbel. Und bei fast allen Screens gibt es einfach zwei Schrauben dahinter, die man einfach andübelt und dann ist die Halterung schon fertig und man hängt das Ding auf. Okay, das heißt, ich könnte auch sowas für den Messebau eigentlich gut benutzen und irgendwie auf Konstruktionen draufbringen. Oder zu Hause in deinem schönen Wohnzimmer. Ah ja, okay, da kann ich mir natürlich nichts Schöneres vorstellen, als das Screens dazu haben. Das wäre natürlich fair super. Aber es ist tatsächlich so einfach. Also die Vorgabe, die auch oft in Projekten, die wir betreuen, gegeben wird, ist, dass das Aufhängen, die gesamte Installation eines einzelnen Screens maximal 15 bis 20 Minuten dauern darf und das ist tatsächlich damit zu schaffen. Okay. Und da reden wir aber nicht nur von dem physischen Aufhängen an sich, sondern ja auch inklusive der gesamten Software-Einrichtung und dem Live-Schalten des Bildschirms. Okay, und wo, also und die Software, wie kriege ich dann Inhalte auf diesen Screen drauf? Über dein Smartphone. Da über mein Smartphone. Du dir die entsprechende App dazu und steuerst den Screen. Okay, Wahnsinn. Auch wenn du zum Beispiel, das erkennt man jetzt hier nicht auf den ersten Blick, aber diese Bildschirme sind alle konzertiert, das heißt also, auch timingmäßig, das heißt, wir könnten jetzt hier auch ein Video drüber legen und das würde über alle Bildschirme auch inklusive, und das ist der wesentliche Aspekt dieser Abstände, die hier ja bestehen, das wird automatisch rausgerechnet aus dem Bild oder dem Video, das man da hier hochlädt. Und das kann ich einfach über die App machen. Ich hänge von mir aus drei Bildschirme als Triptychon nebeneinander auf, mache mit dem Handy, mit der App ein Foto, die rechnet automatisch die Maske, ich lasse das Video hoch, zack, und das läuft. Okay. Also wirklich leichter geht es nicht. Ja, und das ist tatsächlich etwas, das auch das, und das habe ich erwähnt vorher mit oder gemeint mit funktional Alleinstellungsmerkmal, das für solche spezifischen Anwendungen ist das eine Lösung, die ihresgleichen sucht. Also das heißt, das ganze Ding kommt nicht als ein schnöder Screen daher, der Inhalte abspielt, so wie das woanders auch immer der Fall ist, sondern ich habe dann die Möglichkeit, da ganze Konstruktionen draus zu machen. Sie sind extrem leicht, ich kann sie extrem leicht aufhängen. Und durch gerade diese Abstandsbereiche die zwischen den einzelnen Screens schön eine sehr attraktive Szenerie fürs Auge eigentlich schaffen. Genau, okay. Ganz genau. Aha. Ja, super. Ja, danke schön für die Vorstellung. Gerne. Super, da sind wir wieder. Extrem spannendes Produkt in Wahrheit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das dann mal für den Kunstbereich interessant sein könnte. Wenn man das da im Hintergrund sieht mit den verschiedenen Logos, jetzt aus dem Haus der Porsche Holding als Importeur daher. Und ich glaube, dass bei diesen Screenformaten, wie gesagt, für Kunst wäre das spannend. Ich habe mal eins mitbringen lassen, so ein Gerät. Und im Grunde genommen ist es das. Das ist so, sieht eigentlich aus wie ein IKEA-Bilderrahmen, kann man sagen. Eigentlich dünner sogar. Es ist der Player eingebaut, habe ich gelernt, der Computer. Es gibt ein ganz dünnes Kabel, Montage
ist Montagemöglichkeit ist entsprechend dabei. Ist super leicht. Das ganze Ding könnt ihr gerne mal, wenn das Kabel lang genug ist, einfach in die Hand nehmen. Aber ich glaube, du kennst die Dinger eh. Wir kennen sie, wir haben es bei Events auch schon zum Einsatz gebracht. Ja. Quasi an Dachschindeln anbracht und es ist so leicht, dass es überall hält quasi. Ja, das ist, also für mich ist das ein super Ding. Vor allem auch die Montagemöglichkeit. Finde ich auch gut, ja. Also ich habe jetzt aus dem Einsatz hier gelernt, dass ein Screen kann man in 15 Minuten montieren, ist mit dem Internet verbunden, das ganze Ding, und darüber läuft dann auch der Content. Im Grunde genommen eine Spitzenlösung, und dadurch, dass hierüber dann auch die Spiele abgebildet werden können oder man eben eine ganze Wand einrichten kann dazu, so es dreht sich das Bild auch automatisch, je nachdem wie man den Screen aufhängt, der Content passt sich an. Also eine ziemlich runde Lösung. Und daraus kann man sehr schöne Dinge machen, eben auch gerade für den Eventbereich. Und vielleicht war das auch der Grund, dass ihr drauf gesetzt habt, oder warum habt ihr das gemacht? Naja, also ich glaube, einiges ist eh schon erwähnt worden, auch an dem Beispiel, das der Bernie gebracht hat mit der Produkteinführung des Q4 und wie da eigentlich die Vertriebssteuerung vonstatten geht. Und das ist ja am Ende des Tages auch das Asset hier des Betriebs, sage ich jetzt einmal. So nach dem First-Come-Prinzip. Das heißt, das Motto heißt Content is King. Und der Laden hier, der steht und fällt natürlich mit den Top-Produkten unserer Marken. Und wir müssen dann natürlich in unserer Rolle als Betreiber oder als Agentur extrem flexibel sein. Weil, das muss man auch, glaube ich, ganz offen so sagen, da gibt es natürlich Vorlaufzeiten und da gibt es Kommunikation. Nichtsdestotrotz geht es dann manchmal doch schneller als gedacht, das andere Mal dauert es dann ein bisschen länger. Und daher ist, glaube ich, alles, was irgendwie digital bespielt werden kann, in dem Bereich ein enormes Asset. Mhm. Und das andere ist, aus Marketing-Sicht oder vielleicht wieder aus Sicht des Endkonsumenten, man muss, glaube ich, die ganze Geschichte hier so ein bisschen auch als Content-Marketing-Aktion sehen. Mhm. Und das eben verstehen und erleben. Und da ist natürlich Bewegtbild eigentlich ein super Medium. Und ich glaube, das ist das Asset dieser digitalen Lösungen gegenüber, jetzt einmal salopp gesagt, dem klassischen Standbau und irgendwelchen bespannten Rückwänden, dass man natürlich durch Videos, man hat das ja auch in dem Clip ganz gut gesehen, Geschichten erzählen kann und sehr flexibel ist. Und das ist eigentlich die Kombination, die es ausmacht. Und ich kann mir so gesehen gar nicht genug Screens hier am Standort wünschen. Ja, woher bekommt ihr die Inhalte dafür? Werden die zugeliefert irgendwie von allen Partnern? Oder gibt es da auch irgendwie einen Teil, jetzt sage ich mal, Eigenproduktionsanteil in der Agentur? Ja, jein. Also es kommt natürlich sehr viel vorgefertigt von unseren Kunden, von den Marken. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich immer spezielle Anwendungen und da helfen wir natürlich als Agentur dann gerne bei der Aufbereitung und Darstellung der Inhalte. Ist das für euch auch vermehrt ein Thema jetzt mit den Inhalten? Also abgesehen davon natürlich, dass man sehr schöne Clips hat und auch aus Kooperationen mit einem Getränkehersteller dann auch Produktionen hat, wie ich schon mal gesehen habe. Geht es mehr in Richtung des POS zusätzlich? Ist das irgendwie Thema, dass da Inhalte speziell dafür gemacht werden? Also es ist vor allem so, dass ich gut steuern kann als Importeur, dass ein einheitlicher Markenauftritt gewährleistet ist. Wir haben ja heute schon an den Standorten digitale Retail-Module, die eben speziell gesteuert bespielt werden, wo schon der Händler aus einem Basket auswählen kann, was ist für mich vielleicht regional relevant, aber es sind die Themen immer aktuell und damit habe ich schon mal sehr, sehr viel Markensteuerung übernommen. Und die Screens, wie man es jetzt auch hier unten oder im Clip vorher gesehen hat, die bieten natürlich die Möglichkeit, dass wir da Inhalte, die halt gut zum Modell gerade ausgestellt wird, dass wir das natürlich da nutzen. Also wenn jetzt da Q4 steht, da bietet sie natürlich an, die Anna Gasser als Snowboarderin, mit der wir da einiges Content gemacht haben, die auch bei der Weltpremiere, bei der digitalen Weltpremiere des Q4 dabei war, dass man das natürlich da auch spielt, weil dann schließt sie halt der Kreis und das für den Kunden ist doch auch schön, wenn sie einfach dieser rote Faden durchzieht und ich das wahrnehme, dass dieser rote Faden, dass der existiert. Und das wiedererkennen. Ja, okay. Ja, verstehe. Super.
Ja, vielleicht kurz in einer Zusammenfassung. Eingangs hat man gesehen, hier also zum Thema Digitalisierung von Pop-Up-Stores gilt natürlich für andere Retail-Locations auch. Außen ist das Haus bespielt mit einer LED-Fassade, wo auch Videos, Clips drüber laufen der verschiedenen Konzernmarken. Wir haben kurz das Thema Frequenzmessung behandelt und ich sehe schon, da kommt auch eine Frage rein dazu. Das Thema Spielen am POS als Brand Engagement und dann einmal das Screen-System, das aber darüber hinaus deutlich mehr kann, wie der Michael Buchacher erklärt hat. Und ja, wenn ich darf, würde ich gerne die erste Frage einfach aufgreifen. Und ich nehme an, dass ich die sogar selber beantworten kann. Frage ist, wie hoch ist der Aufwand, eine Frequenzmessung einzurichten? Sind große bauliche Veränderungen für etwaige Sensoren vorzunehmen? Also die Antwort darauf ist relativ einfach. Wie gesagt, also gerne eingeladen, sich das einmal hier anzuschauen. Der Sensor selber ist so groß wie mein Zeigefinger. Ich habe sehr große Hände, muss man dazu sagen. Ja, aber das ist die Größe. Es ist fast das Kabel, das ich brauche, das HDMI-Kabel daraus, deutlich größer als der Sensor selber. Der wird über den Eingangsbereich entsprechend installiert und mit dem Internet verbunden. Und das ist es im Wesentlichen, um das aufzubauen. Dahinter steckt eine Software, die ist erprobt, wird an verschiedenen Flughäfen, also ich glaube über 20 inzwischen, weltweit eingesetzt, um dort eben Frequenzen sicher auch zählen zu können. Das heißt, es ist eine ausgereifte Technologie dahinter in der Messung und Analyse des Ganzen. Und das ist dann, wird dann quasi eingeschaltet, wenn man so möchte. Also ich hoffe, die Frage ist damit einmal beantwortet. Andere Frage, hi, macht ihr das Spiel Eiskratzen auch für andere Kunden? Am schönsten ist natürlich mit dem Audi, wobei mit dem Elektroauto fällt es flach, weil es eine Standheizung gibt. Aber ja. Ich glaube, das ließe sich für andere sicher auch umsetzen. Ja. Oder? Okay. Ja, na, Frage also, an euch. Ja, Frage an uns vielleicht oder den Partner, der uns das auch zuliefert. Ja, natürlich. Im Grunde genommen kann man das Spiel umbranden. Am Ende des Tages muss natürlich zur Marke passen und vielleicht jetzt nicht gerade etwas Heißes dann dabei. Ja. Können die Besucher über ihr Handy Content-Fahrzeuge auf den Monitoren steuern? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was mit der Frage gemeint ist. Können die Besucher über ihr Handy Inhalte, Fahrzeuge auf den Monitoren steuern? Also im Sinn von der Gamification, ja, oder im Sinn von, dass ich zum Beispiel einen Konfigurator bedienen kann? Ich glaube, also ich würde es jetzt mal beziehen auf das Spiel selber, also das quasi wie so ein Auto. Fahrspiel wäre, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn die Frage so gemeint ist, wäre es natürlich umsetzbar. Ja. Wir haben es aber in der Vergangenheit als Standalone-App im Android und Apple und im App Store von Apple quasi als Spiel angeboten. Ja. Macht Sinn. Ohne jetzt zwingend den Store besuchen zu müssen. Ja, okay. Das waren einmal alle Fragen. Das heißt, wir haben offenbar ordentlich aufgeklärt. Das ist auch ein gutes Zeichen und auch ein gutes Zeichen für die Arbeit des Teams, das auf der anderen Seite der Kamera sitzt und das alles für Sie aufbereitet hat heute. Ja, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir sind deutlich unter der Zeit, extra wegen der Fußball-EM, damit man da in Ruhe sich noch vorbereiten kann. Und das Bier ist hoffentlich kaltgestellt dafür. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen gerne natürlich auch nachträglich etwas schreiben. Wir werden den DMS-Talk, unseren dritten DMS-Talk zum Thema Digitalisierung von Pop-Up-Stores natürlich online stellen und auch nochmal in die Runde aller Teilnehmer den Link entsprechend senden, damit man sich das gleich abrufen kann. Und Sie dürfen es natürlich auch gerne weiterleiten an Interessierte. Danke und ja, einen schönen Abend heute bei der Fußball-EM. Danke, danke Bernhard, danke für die Einladung. Vielen Dank. Und die professionelle Dienstleistung. Ja, danke, wir haben zu danken.